Und mir durch Agenten. Ich kann aber auch Frau niemanden ist schwanger. Boah, Komm, ein Sohn, ey. Hey, wenn jetzt noch eine Tochter kommt, ne? Das wäre einfach abfuck. Ey, dann kotze ich so. Ne? Ah. Ja. Hendrik Vanderberg eingetroffen und möchte, ich hoffe, es ist nicht unpassend, sich hier vorstellen als ein Gast, weit entfernt aus Europa kommend, aus den Niederlanden, hier in das schöne afrikanische Kontinent, sind wir gekommen mit reichhaltig Geschenke für alle Herrscher hier in Afrika. Wir haben tolle alkoholische Getränke dabei, wir haben Bier, wir haben Wein, alles wunderbar aus Europa und wir haben sogar perfektes, leckeres Kraut aus den Niederlanden dabei. Kräutern sind wir sehr aufgeschlossen in unseren Geistergläubigen. Also Kräuter finde ich super. Könnten Sie meinen Garten etwas hinzufügen? Du verstehst nicht, Sie verstehen nicht, Frau Merkel. Cannabis ist kein Brokkoli. Also Cannabis, was ist dieses Cannabis, von dem Sie die ganze Zeit reden? Ja. Und wir haben ein gutes Kraut aus den Niederlanden. Leckeres Kraut, kann man anzünden, kann man ein bisschen rauchen. Wir kommen auf Ihre Reise in Afrika. Kurz. Wir haben selten europäische Gäste bei uns. Um genau zu sein, sind wir Afrikaner hier sehr unter uns. Ich will ganz kurz unterbrechen. Ich würde jetzt Krieg starten. Wir heißen Sie willkommen da mit Ihrem Glauben, der uns sehr fremd ist. Ja? Vielleicht sprechen Sie auch ein Wort zu unseren Geistern, während Sie einmal an Ihrer Pfeife saugen. Ich denke, das beruhigt auch Ihre Nerven. Ne? Gerne rauche alles, was Sie auch mir geben, an der Pfeife, gerne, wunderbar. Schönes gastfreundschaftliches Geschenk, nehme ich an. Haben Sie hier auch Trinken, Essen, irgendwas, wie man Gäste empfängt? Oder ist das in Afrika keine klassische Kultur, dass man da irgendwie irgendwas anbietet sonst noch? Wir sind tatsächlich sehr auch gierige Völker. Wir nehmen sehr gerne Geschenke an. Wir sind selber nicht so die Bereichtesten, die viele Geschenke überreichen. Aber wir gehen gerne auf die Jagd beispielsweise, auf die Löwenjagd hier in Afrika. Oder auch anderes Buschfleisch jagen wir gerne. Das gehört zu unseren Freizeittätigkeiten, die wir mit unseren Gästen vor uns nehmen haben. Oh, kann ich vielleicht auch mal machen, so eine schöne Tour, um zu sehen, diese Löwe. Ich kenne dieses Tier nicht. Löwe, was ist Löwe? Eine Giraffe mit einem kurzen Hals und langen Zähnen. Was ist eine Giraffe? Giraffe, ich kenne keine Giraffe. Es ist ein Löwe mit langem Hals und nicht wenig Zähnen. Jetzt, ich verstehe alles. Ah, danke schön. Werte Herr, also wir haben hier auch gerade ein bisschen Druck und Stress, aber ich möchte Ihnen dieses wunderbare Prachtexemplar an Tier präsentieren und gebe es Ihnen einfach einmal hier um Ihren Hals am besten. Es ist eine wunderbare Boa. Sie ist ein Prachtexemplar. Oh. Und das ist eine Schlange. Kennen Sie Schlangen? Schlangen sind toll. Wir vergöttern Schlangen. Ist das eine lebende Schlange? Eine lebende und spirituelle natürlich. Schlange. Eine tote Schlange ist keine gute Schlange. Hendrik Vanderberg hat noch nie so nah an einer Schlange dran gewesen. Ich hoffe, nicht gefährlich diese Schlange ist. Nur für Ungläubige. Sehr schönes Tier. Nehmen Sie gerne wieder, ich nicht würdig bin, in der Nähe dieses Tieres zu sein. Also hier gerne, ich mich ein wenig zurückgehe und gerne werde ich danach noch schauen. Aber nach draußen. Herr, ich hätte noch einen Kräuterschnaps für Sie. Ein Kräuterschnaps, ja, gerne. Wenn Sie mir was zu trinken anbieten, ich bleibe natürlich gerne länger hier. Kommen Sie doch kurz in mein Bundeskanzleramt. Moment, wir sind belagert. Vielleicht etwas später. Oh, Sie führen Krieg? Oh, das ist unschön für Sie. Von welchem Land sind Sie denn der mächtige Anführer? Ich weiß gar nicht, ob es Ding. Moment. Natürlich der Bundesrepublik Merkel. Was denn sonst? Wo befindet sich diese Merkel-Land? Westen, Osten, Afrika, wo? Süden, Ghana. Großartig, Ghana, groß, mit viel Weide. Süden.
Wir werden den brennenden Folgen folgen. Dort, wo es brennt, da sind die Ghana. Das werden wir umdefinieren, wenn es soweit ist. Indianer? Nee. Ja, zu Hause. Die Inganer sind da zu Hause. Du kannst wahrscheinlich mit deinen Truppen. Jetzt wir sind im Westen, ganz im Westen von Afrika. Ganz im Westen, unsere Kartenkenntnisse in diesem Gebiet sind noch nicht so gut. Jetzt, wir haben es gefunden. Interessant, interessant. Interessant. Was? Bundesrepublik, ist das eine, ist das ein Häuptlingstum, ein Name für Häuptlingstum in Afrika bei Ihnen? Ja, ja, das, ja, natürlich, das ist ein Großherzog-Häuptlingstum, habe ich gehört. Ja. Sehr aufstrebend. Es wird schon bald über die diese ganze gelbe Fläche dort herrschen und alle gelben Weiden abweiden. Ja, das hängt gerade damit zusammen, dass leider das Bundeskanzleramt kurz vor dem Fall steht und ich hoffe, dass da niemand groß gefangen genommen wird. Okay, ich komme, ja. Damit kommen die Zikarier dann jetzt auch in den Norden, in die Bundesrepublik und frönen eurem Fett. Wir müssen gut, den Kräutergarten schützen. Ja, nun, ich nehme gerne noch den Schnaps, den Kräuterschnaps und dann möchte ich Sie auch nicht länger aufhalten. Sie scheinen hier viel beschäftigte Leute zu sein mit vielen Dingen. Deswegen würde ich mich zurückziehen, außer Sie möchten noch etwas mitteilen oder mir mitgeben vielleicht. Nehmen ein Flusspferd mit, darauf können Sie nach Hause schwimmen. Ja? Ein schönes Flusspferd. Ja? Oh, was großzügiges Geschenk, ein riesiges Tier. Mein werter Kapitän, bringen wir das in unserem Schiff unter Richtung... Ein hocherotisches Tier mit einem großen Hintern, ja, das ist sehr, sehr beliebt bei uns in Afrika. Ja? Ich denke, unsere Kogge wird auf jeden Fall Platz genug haben für dieses Tier. Ausgezeichnet, ganz Europa wird neidisch sein, wenn ich zurückkehre in den Niederlande. Wunderbar, sehr schön. Gut, dann würde ich entsprechend den Herzog noch nach Rom vielleicht begleiten. Rückweg. Und dann wir werden sehr gerne noch beim Heiligen Vater vorbeischauen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Kriegen und eventuell wird auch eines Tages, werden Sie alle erleuchtet werden von Gott, vom Heiligen Vater, vom Heiligen Geist und von Jesus Christus. Aber wir sind kein Missionar. Jesus Christus mag vielleicht der Erlöser sein, aber er ist nicht der Sohn Gottes. Was ist dieses Jesus? Vielleicht, wir kommen wieder eines Tages, vielleicht wir erzählen mehr, aber fürs Erste bedanken wir uns und nehmen wunderbares Flusspferd mit. Vielen Dank und leben Sie wohl. Auf bald. Hohe Fahrt und passt auf in den Gewässern, ne? Gut. Also es war ja sehr schön, dass er da war, es war leider sehr schlechtes Timing. Ja. Also, ja, du ziehst ja gerade deine Truppen da wieder ab irgendwie, ne? Aber ja, ich will die jetzt in Süden, damit die nicht so viel Dings kriegen, ne? Kannst du die drumherum führen, dass wir die... Ja, die... ganz schnell, ich freue mich, aber das, die Belagerung schaffe ich jetzt nicht mehr, ne? Ja, verstehe ich. Das ist mir jetzt nicht... kam gerade dazwischen, das schaffe ich jetzt nicht mehr so schnell. Ja. Ich hätte es kurz gesagt, so von wegen, ab nach Westen. Aber, ja, ich fand das Rollenspielerische gerade sehr cool, ich wollte das nicht unterbrechen. Ja. Aber das sieht nicht gut aus. Ja, ich habe mich auch gepasst. Sorry, ich komme jetzt. Ich komme und... Ja, ja, also wenn du es rechtzeitig schaffst, dann haben wir auf jeden Fall Übermacht. Weil wir müssen halt einfach 2-3 Schlachten schlagen, dann ist das Ding Selbstläufer. Aber ja, denke ich auch. Das sieht leider jetzt zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig aus. Ja, wenn sie nach Marzahn, wollen wir sie bei Marzahn oder vielleicht auch in Prenzlberg, aber die werden jetzt auf dich zulaufen, ne? Pass auf. Ja, das ist der Punkt. Ich werde jetzt, wobei die es einnehmen und die irgendwie... die werden direkt in meine Richtung laufen, ne? Zieh die mal weg. Weil hier die Schlacht ist wichtiger, die zu gewinnen. Ach, ist ärgerlich. Ja, und einer meiner Verbündeten wurde direkt eingekerkert. Das ist auch sehr ärgerlich. Minus 56. Holy shit. Ja, meine Hauptstadt halt, ne? Und hat halt meinen dieser Sohn Gefangene. Dein Sohn, oh scheiße. Ja. Also nicht mein Erben, da habe ich mich drum gekümmert, dass er nicht da ist. Aber ist natürlich ungünstig verlaufen. Aber das war richtig mieses Timing. Die ganze Zeit passiert hier nichts, auf einmal kommt er gehört, dann werde ich diesen Krieg erklären. Okay, aber du kommst pünktlich, das ist gut.
Sie haben auf jeden Fall Übermacht und auch, ich glaube, die besseren Truppen, also mehr Kriegsvolk. Also dann, mehr Röhe. Das ist jetzt doch ein Belager, das finde ich nicht schlecht, ja. Kriegen wir ja, noch. Ja, das stimmt. Ja, ist ja bitter, ne, dass er meine Hauptstadt eingenommen hat. Eieiei. Ja. Krass, dass er uns ignoriert hat, habe ich nicht erwartet. Ja, finde ich auch. Also, dass er nichts macht, ist interessant. Der bleibt einfach stehen und nach meiner Animation belagert der auch immer noch. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass er immer noch belagert, aber... Nee, bitte nicht. Das bei mir haut er immer noch auf Schild. Nee, bei mir nicht. Okay. Ja, was machen wir? Ja, ich bin jetzt gleich bei dir. Ich würde jetzt hier in, über diesen Fluss gehen. Und direkt quasi den, ich sag mal, mehr oder weniger in die Arme laufen, aber wenn er uns angreifen sollte, haben wir Verteidiger, ich glaube, einen Verteidigervorteil und mehr Truppen. Ja, das ist die Sache, wir haben Verteidigervorteil, wenn er uns angreift, solange er nichts macht, sieht's gar nicht so cool aus. Richtig, aber er wird angreifen, gehe ich von aus. Ja, er macht gar nichts, er steht da rum. Ja, ich laufe jetzt mal rüber. So. Vielleicht ist das ein bisschen zu früh, wenn wir noch kurz stehen, jetzt laufe ich rüber. Ich meine, im Endeffekt Hauptstadt erobern, ne, aber... Natürlich ekelhaft. Ja, jetzt geht er nämlich weg. Da könnten wir ihn auch angreifen, ne? Das ist nicht so schlimm, da hat er... Das ist nicht so schlimm, ja. Ich weiß nur nicht, ich seh's nicht ganz, aber das müsste kein Fluss oder so sein, ne? Auch mal ein bisschen... Okay, jetzt geht er drumherum, jetzt könnten wir ihn vielleicht irgendwo abfangen, bei mir in den Ländern rein. Das ja, ich geh mal schon mal hin. Ich stell mich schon mal da hin. Dass wir uns nicht zu weit aufteilen. Ja. Also ich versuche mich auch mal gar nicht mehr aufzuteilen. Ja, schön, er läuft nach Norden, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt meine Armeen selber an. Ja, also oh, kommt. Die... Sehr gut, ich stelle ihn da gleich, ne? Ja, wenn es geht. Lass ihn am besten kurz belagern irgendwo. Ah, er ist nicht reingekommen, er ist clever, Alter. Ja, die KI ist viel besser geworden seit dem letzten Update. Seit Iberien. Jetzt geht er in den Norden, das ist auch nicht schlecht. Ja, also wenn man den da abfangen könnte, wäre gut. Also, ich möchte auch natürlich dem treuen Nachbarn schon mal einen Riesendienst absprechen hier für die Unterstützung. Alleine hätte ich es, glaube ich, nicht mehr geschafft, weil meine KI direkt rausgepiest ist. Also ich habe noch 2000 Verbündete, aber die sind direkt, warum auch immer, rausgepiest. Ich glaube, weil der gestorben ist. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, schnell rein da. Greifen die jetzt? Nee, wir greifen die nicht da an, ne? Scheiße, nein. Was macht der denn? Da geht's nicht hin, verdammt, wir müssen hier im Fluss. Ah, ich hab Mist gebaut. Ja, ist egal, jetzt einfach drauf da. Jetzt mal da drauf. Schön, mein Sohn wird im Knast erwachsen, wie toll. Aber wir haben. Ey, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, plus 6, sieht gut aus. Ja, und wir haben auch viel mehr Kriegsvolk, also das wird ihnen richtig wehtun. Ja, wieso doll? Eindeutig ist es nicht. Naja. Ja, das stimmt schon, ne? Also, ich verstehe gar nicht, warum wir. Ach, ja, aber wir kontern eigentlich alles, ne? Hätte mein landen, natürlich, ich werde überfallen. Ne? Oh. Ja, ich werde das natürlich zurückzahlen. Nein, der Glaube ist die Belohnung. Ne? Ja. Okay. Gut, Nummer 1. Das hat sehr viel Kriegsstand gebracht. Holen wir erstmal die Hauptstadt zurück. Ja, vielleicht eine Armee hier bei dem Stamm von Jawohl stehen lassen, ja, oder so? Ja, ich geh nach Jawohl, ja. Dann nehme ich meine Hauptstadt zurück. Ich meine, wir können auf 50% nur mit Schlachten kommen und wir haben halt die größere Armee. Das Bittere ist halt, dass er meinen Sohn gefangen genommen hat, da kann ich nichts gegen machen. Du kannst ihn nicht freikaufen? Warte, ich probier's. Nee, im Krieg. Oh, wir kriegen vielleicht noch mehr Gegner und der ist auch nicht ohne, der Typ. Wieso? Hat ein Bündnis geschlossen? Scheint so. Ach ja, als ob. 1700 Mann, das ist nicht ohne. Naja. Wir laufen dem hinterher und belagern die Hauptstadt weg. Na, jetzt bleiben wir mal da stehen. Machen wir erstmal die beiden Städte. Zermürbung. Ja, lass lieber einmal was freimachen und dann... Noch einen Angriff und dann geht's los. Sind nur 4 Monate. Ah, das war auch echt ein mieses Timing. Scheiße. Ist das wild. Irgendwie muss das ja passieren, schon gut. Ja. Heilige Krieger bringen hier viel, ne? Weil die alle. Ja, sehr viel. Sind, ne?
Also man könnte auch überlegen, einen Kriegerorden zu gründen, aber man, ja, nee, wahrscheinlich erstmal besser reformieren. Ich habe jetzt 1553 Frömmigkeit und bin voll auf Bildung, also ich könnte dann auch... Gut, das heißt, also, du könntest nicht nur den Glauben annehmen, sondern ihn dann sogar auch weiterbringen. Reformieren, wow, ja, das ist auch mein Ziel, reformieren. Sehr gut. Klingt sehr gut. Und ich weiß gar nicht, kriegt man da das Event, oder war das beim anderen Crusader King Teil so ein Event, dass wenn man reformiert, auch andere gleichzeitig diesen reformierten Glauben übernehmen können? Das können deine Vasallen und ja, eigentlich deine Vasallen, ich glaube auch deine nahe Familie kann mit dir konvertieren. Ja, aber nicht andere, ne? Also andere Leute außerhalb des Königreiches, ne? Ja, ich glaube, das kann auch passieren, ich bin mir aber nicht sicher. Je nachdem, wie gut der Glauben ist zu eigenen, kann es passieren, dass die zu Ketzern werden und zu dir kommen. Oh. Aber die Chance ist relativ klein. Okay, also unser Angriffsziel, sag ich mal, hat jetzt gerade noch mehrere interne Probleme, was uns sehr entgegenkommt, glaube ich. Nur diese kleinen Armeen, wenn die uns angreifen, wäre natürlich bitter. Ja, was passiert dir jetzt gerade? Gehen die jetzt in meine Hauptstadt? Wehe. Als ob. Doch, guck mal. Warte, ich sehe die gar nicht. Ach, nee, die sind irgendwo anders. In Sikasso. Weil die kämpfen gerade im Osten ihres Landes auch zum Teil noch. In Sikasso ist die Hauptmacht, glaube ich. Das ist schon die Hauptmacht. Okay, okay. Das ist ein Verbündeter von dir. Ja. Naja, wird schon gut gehen. Ja, wir gehen jetzt lagern und dann gehen wir auf die Hauptstadt und dann... Ich bin richtig im Schwitzen gekommen, ne? Also, er kommt gerade Gaius rein, macht voll Roleplay und ich so, komm, Krieg, was? Shit! Kann er nicht. Ich geh mal hier auf das Herzogtum von Diafun. Mit diesem Schwitzen, ich kannte das eigentlich auch gar nicht vom Gameplay, ja. Aber in EU4, in dem Multiplayer, habe ich es auch mitgekriegt. Alter Falter, manchmal passiert echt viel. Warst du bei Holy Roman Rumble ja. dabei? Ja, welche Nation? Ich war Hamburg, ich bin als Erster rausgeflogen. Oh, ich habe deine Stadt belagert. Nein, wer bist du? Dithmarschen? Nee. Nee, ich war Hessen und wir hatten uns ja leider dazu entschlossen, also wirklich leider, dass wir ganz am Anfang euch, retten wollten, wenn du erinnerst. Und das ist halt sowas von hinten nach hinten losgegangen, dass ich die Seiten einmal komplett switchen musste. Ja, es hätte aber klappen können, ja. Wenn Goslar nicht auch noch die Seiten gewechselt hätte, beziehungsweise einen weißen Frieden gemacht hätte. Ja. Die waren nämlich eigentlich mit bei uns im Bündnis und hatten mein ganzes Gold. Naja, egal, ging schnell. Und ich muss auch ehrlich sagen. Es tut mir sehr leid. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das Projekt noch verfolgt hast. Ja, schon ein bisschen, ne? Ja. Also ich glaube, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich sehr viel Einfluss auf den Ausgang des Spieles, des Projekts hatte. Bist du gewonnen? Bist du der Zweiter gewonnen ist, oder was? Nee, ich war Hessen, der dann auch noch richtig expandiert ist nach Norden. Ja. Und der eigentlich fast alle Kriege angezettelt hat. Du hattest auch ein Bündnis nachher mit dem Norden und eins mit dem Süden, ne? Oder? Weil das, ja, ich hatte vorübergehend was mit Lüneburg und so, aber eigentlich eher ein Schutzding. Und dann habe ich aber, die haben halt alle meine Truppen sterben lassen. Ich habe deren Rebellen bekämpft, quasi als Untertan, mehr oder minder. Und dann habe ich mir gesagt, auf die Scheiße habe ich gar keinen Bock mehr und dann habe ich die Seiten geswitcht. Aber das war auch so ein Schwitzerspiel, ne? Da ging es auch teilweise immer so klick, 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 ne? Alter. Also es war wirklich, also ich muss ehrlich sagen, für mich eins der spannendsten Dinger, die ich bisher gespielt habe. Also ich habe auch noch nicht so viel Multiplayer gespielt, muss ich dazu sagen. Ich auch nicht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, deswegen schade für jeden, der so schnell rausgeflogen ist. Ja. Also ich hatte dann auch hinterher nochmal konstruktive Kritik mit angeführt, dass zum Beispiel einfach Bayern und Österreich da unten, die waren halt komplett für sich und das also passiert. Die... Und du kannst was einschmeißen? Ägypten hat sich ausgebreitet. Bitte, was hat sich ausgebreitet? Ägypten hat sich nach Glamien ausgebreitet. Yeah. Oh ja, ich weiß gerade. What the fuck? Ja, das war Religionskrieg um ein Herzogtum. Ja, also aktuell läuft der Krieg, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, sieht gut aus. Ja, nur mein blöder Sohn, ne? Das sind 25% Kriegspunkte. Ja, kriegst du den nicht irgendwie doch noch frei? Wer weiß. Nee, weil Krieg, der verkauft den nicht. Kann ich mit Alba und Shamir mal kurz sprechen? Im nächsten Channel? Ziehst du mich? Kann ich dich ziehen? Welchen? Ich denke, ja. Ja, dich noch dazu. In Diplo 1, oder? Ja, in Diplo 1. Oder warte, ich geh runter. Gehst du als nächstes nach Kaniaga? Ja. Kann ich machen. Also quasi vorarbeiten zur Hauptstadt, ne? Das ist klar. Wir haben auch deutlich mehr Truppen, wenn ich das richtig sehe, mittlerweile.
Ah, das heißt deutlich, ne? 4500. Aber der hat halt super viele andere Kriege und kümmert sich gerade darum, was uns zugutekommt. Also wenn wir die Hauptstadt schnell wegkriegen und da vielleicht jemanden gefangen nehmen. Weil er hat so viele Söhne, die müssten alle in der Hauptstadt sein. Und wenn man die Hauptstadt, glaube ich, erfolgreich belagert, sollte rein spielmechanisch, ich glaube, die Hälfte aller Kinder bekommen, oder was ist jetzt passiert? Bitte? Ja! Ja, ich habe einen Sohn! Ich habe einen Sohn! Nein. Oh, es ist passiert. Der ist sogar zwei Jahre schon alt. Kann ich jetzt auch endlich vernünftige Ehen eingehen. Oh, pass auf, dass er den nicht abnippelt, ne? Das ist auch eine große Kritik, die ich noch an diesem Crusader King Teil habe, dass Kinder viel zu selten sterben. Also muss ich ehrlich sagen. Oh, ich rede die ganze Zeit, aber drücke gar nicht auf Push to Talk. Ich muss wirklich sagen, ich finde es ein bisschen schade in diesem Teil von Crusader Kings, dass die Kindersterblichkeit so unglaublich gering ist. Meinst du, naja. Ist viel zu niedrig für das Zeitalter. Ich laufe mal durch zur Hauptstadt und bezahle mit 100 Mann. Und du kannst dir keinen Jager holen, aber verlierst halt deine 100 Mann dadurch nicht. Einfach weil, wenn die Hauptstadt fällt, habe ich, glaube ich, ein gutes Gefühl, dass wir das wirklich hinbekommen. Okay, dann machen wir das so. Genau, also ich verliere jetzt halt hier 150 Mann, glaube ich, weil ich da drüber laufe. 100 sogar nur. Das ist okay. Ist machbar. Bist du noch da? Ja. Alter, bist du groß geworden, ne? Nein, nein, ich bin nicht so groß. Was ist mit Opanda? Ich würde ganz gern vielleicht ein Bündnis mit Opanda eingehen, aber sind das deine Feinde? Ich will nicht mit dir im Krieg stehen. Nein, wenn ich das Königreich gründe, möchte ich, treten die hoffentlich als Vasall bei. Okay, dann mach ich. Ich bin mit denen nämlich auch verbündet. Ich muss mal kurz. Also du kannst mit denen ein Bündnis eingehen. Ghana, come on, Ghana. Na. Das wird mein erstes Geburtstagsgeschenk. Oh, ich bin gerade so doof. Nachfolge, männliches Vorrecht. Ey, ich muss dazu sagen, also der Krieg dauert auch länger, als ich gedacht hätte. Ja, ich finde es auch langsam. Aber, ja, ich werde das zurückzahlen und sieh's mal so, das ist dann mein erstes Geburtstagsgeschenk. Wieso Geburtstag? Hast du Geburtstag? Ich habe in 29 Minuten. Woo. Geil. Ja, dann gratuliere ich noch nicht, aber ja, geil, schön für dich. Vielleicht macht es dann die Geduld ein bisschen weg. Ja, alles cool, wie gesagt, nimm meinen Glauben, dann sehe ich dich als starken Verbündeten oder zumindest propagiere den Glauben schon. Bereite ihn vor, dann ist das ein gerechtfertigtes Investment auf jeden Fall für mich. Ja, hier von wegen Spielerregeln und so, man kann das ja, wenn du möchtest, auch noch schriftlich festhalten. Weil das haben die ja so irgendwie verlangt, dass es irgendwie festgehalten wird wie Vertrag. Und wenn man es irgendwie bricht, warum auch immer, dann kriegt man eine Strafe und so. You know? Ja. Ja, dann lass mal einen Gott dazuziehen, weil ich würde es gerne nicht schriftlich, sondern zeremoniell festlegen, aber okay. Oh, okay. Ja, okay, dann machen wir das mal so. Wir gehen in den Gebetsraum, ne? Wollen wir das vielleicht nach dem Krieg machen? Ja, wir können ja beide in den Gebetsraum können wir ja weiter chatten, oder? Ist ja, ja, das können wir, stimmt, können wir auch machen. Ja. Also nur gucken, dass hier nicht irgendwie die Armee von denen angeschissen kommt, weil ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ach doch, der belagert da unten meinen Verbündeten raus. Okay, dann soll er machen. Ja, machen wir. Ab in den Gebetsraum. Wo ist er denn? Gebetsraum, da. Oh Geister, oh Geister, ich rufe euch. Ja, oh. Keiner hier, ne? Huka, chaka, huka, chaka, huka, huka. Geiles Lied, ne? Ja. You can stop this feeling. Ich war übrigens richtig neidisch, dass du Hamburg bekommen hattest. Ich wollte unbedingt Lübeck kriegen. Ich habe dreimal vorher gesagt, ich will Hamburg haben. Ich habe bei Strategie-Ecke drüber gelabert. Ich glaube, bei Gaius. Ich wollte Hamburg haben und ich war in 10 Minuten weg, ne? So ja, eine Scheiße. Das ist bitter. Das ist so bitter. Vor allem, du hast ja, glaube ich, auch gedrillt oder der Lübecker, eins von beiden. Und habt dadurch sofort eure Armee verloren und konntet ja auch nichts mehr ausgeben. Ja, so war es. Und nochmal, ne? Wir waren mit Dithmarschen und Pferden eigentlich verbündet. Wir hatten abgesprochen, dass wir verbündet sind. Die sind uns direkt in den Rücken gefallen, ne? Ja. Direkt. Die haben, du musst dir vorstellen, die haben mit uns geredet, ne? Über Chat, so wie du und ich jetzt. Mhm. Und haben währenddessen miteinander geschrieben, gleichzeitig, ne?
und haben sich verabredet, dass die uns angreifen, ja? Ja, aber ich hatte auch einen Move, Kleve, mit dem war ich von vornherein weg verbündet, also bevor das bevor überhaupt das Spiel begonnen hatte. Und der war dann irgendwann einer meiner Feinde und dann haben wir quasi ausgemacht als der Süden, dass wir Kleves Unabhängigkeit unterstützen, nachdem sie Ländereien von dem Norden geschenkt bekommen haben. Das war ziemlich, ja, 100%. Ich danke dir sehr herzlich. Dankeschön. Wir haben schon gewonnen, ne? Push to Talk hast du gerade, glaube ich, vergessen. Ah ja, Push to Talk, ja, sorry, ich habe gerade ausgemacht. Wir haben gewonnen. Vielen lieben Dank. Ja, gewonnen, ja, natürlich. Wir haben leider immer noch keine Geister bei uns. Ja. Götter, ich schreibe den mal. Er höret unsere Gebete. Er höret. Nee, wie hieß das? Er höret Geister, er höret uns. Ich weiß es nicht. Die Götter, ne, glaube ich. I don't know. Es kommt irgendwie keiner, ne? Nicht so wirklich. Den Götter selbst können wir nicht rein. Jetzt auch gerne den Kong angreifen.